Willkommen, liebe Clasher, bei mir im Toto beim Clan True Warriors. Ja, ihr seht's bei uns im Warlock alles grün. Super Sache, 6 Sieger in Folge und der letzte war wieder so ein taktisches Geplänkel. Aber wir können mal reingucken, was hier eigentlich passiert ist. Der Gegner war sehr, sehr gut, muss man sagen. Hat uns im RH9-Bereich sehr, sehr schnell gedreiert, muss man sagen. Und wir haben uns beim RH9-Bereich dementsprechend schwer getan. Das heißt also, wir hatten etliche Neuner auf, aber unsere Zehner und Elfer haben hier oben in den Bereichen eigentlich gut angegriffen, also im Elfer-Bereich und auch im Zehner-Bereich gut angegriffen, sodass wir am Ende richtig komfortabel, kann man nicht anders sagen, noch Sterne auf RH9 machen konnten. Denn ihr seht, dass hier ist erst, also kurz vor Schluss ist überhaupt erstmal meine Base gezweisternt worden vom Dreier, also von einem RH11er. Vorher hat die Base die ganze Zeit gehalten. Das war auch deren vorletzter Angriff. Ihr seht da oben 5 auf 5. Das war der letzte. Und dementsprechend stand es dann am Ende 55 zu 49, glaube ich, für den Gegner. Und wir hatten noch 5, 6 Angriffe offen. Und angefangen, man sieht das hier unten, Stunde 42 left beim beim King Arthur, der dann mit dem Dreier begann auf die Nummer 5 und so konnten ganz komfortabel Maste, meine Wenigkeit, Gara und Swash alle auf RH9 gehen. Das war natürlich echt komfortabel, aber wir gehen hier einfach mal rein, hatten hier unten zwei ganz, ganz leichte Accounts, also 20 und 19 waren wieder super, super leicht, kann man nicht anders sagen. Und die anderen Bases, gerade hier im RH10-Bereich, waren dann schon ein bisschen knackiger. Und wenn man dann sieht, mit welchen Truppen der Magnethelm, also der Mastengo, sein RH9-Account ist das, hier dann so eine Base dann schon machen muss. Also die Base hier ist maxed out, aber die Helden sind natürlich sehr low. Aber seine Helden sind natürlich auch nicht gerade die Helden schlechthin. Mal gucken, wie er das hier gemacht hat, von welcher Seite er her. Das kam noch dazu, jede zweite Base hier hatte irgendwo die Teslas in der Ecke stehen. Man hat das jetzt gerade gesehen zu Anfang. Aber ich denke mal, solche Sachen, die blickst du dann nur einmal. Das heißt also beim zweiten Mal, ja, genauso wie er das macht, eben mal die ganzen Schweinereiter einmal auf den einen Inferno und die anderen steckten dann doch irgendwo Innerbase oder wie hier jetzt links, dann jeweils außen. Also ja, ich weiß nicht, was das soll. Ich meine, das kann man machen. Aber ob das dann wirklich so zweckmäßig ist und er schafft das hier mit den Schweinereitern, muss man sagen, richtig gut. Queen ist noch voll im Leben da oben und wird jetzt auch erst gezündet, also ja, kein Thema. Na, ich meine, hier sind jetzt 3, 4 Schweinereiter noch, die sich jetzt um den Tesla kümmern. Das schafft der Tesla dann auch nicht, da müssten dann Bomben davor liegen oder noch eine Falle oder sowas. Also das Ganze hat an der Stelle nichts gebracht, das hat dann höchstens beim ersten Angriff den ersten jeweils geschockt. Oh Gott, da sind ja dann noch Teslas über und dann war es meistens die Zeit, die da um war. Aber der Mastengo macht das hier sehr gut mit seinem RH9-Account. Aber wie gesagt, wir haben uns sehr, sehr schwer getan im RH9-Bereich und hatten wirklich Probleme. Hier sieht man das 7 auf 16, das heißt, das ist schon ein Angriff von Swash gewesen, von einem RH10. Dies hier ist noch 9 auf 9. Von Jody Enjoy auch mal ein anderer Angriff von ihm, denn eigentlich macht er ja sehr, sehr gerne, das haben wir in den letzten Videos gesehen, Gohok mit 3 Golem und dann einer dementsprechenden Anzahl an Hawks. Aber hier hat er sich mal für einen Luftangriff entschieden. Ja, ich denke, die Base hätte ich wahrscheinlich auch mit Luft gemacht an der Stelle, denn du erreichst hier wirklich 2 Lars richtig, richtig gut. Und auch noch ein Feger. Jetzt kommt er hier zwar entgegen des Fegers in diese Base rein, aber heilt jetzt nochmal schön die Loons hier durch. Ja, das mache ich auch ganz gerne, dass ich mir ein Heil mitnehme für die Restloons, die dann nochmal richtig schön stark im Saft hier durch die Base fliegen. Und ja, so ist das natürlich super. Schöner Dreiständig gewesen. Richtig noch eine ganze Masse an Loons da und vor allen Dingen an Lava-Welpen, denn die brauchst du immer in solchen Bases dann für ein Cleanup, sonst packst du das mit der Zeit nicht.
Ich habe das auch leidig miterleben müssen, nämlich beim Angriff von Avatar auf einen Neuner, aber die Base sehen wir dann gleich, wie ich sie dann als Zehner gemacht habe. Ja, und vor allen Dingen, wo das taktische Geplänkel dann hier so ein bisschen anfing, muss ich sagen, ich wollte euch eigentlich noch, da ist er, da, einen R9-Angriff zeigen, wo das ganze taktische Geplänkel dann anfing, hat sich dann Swash prozentual mit 98%, glaube ich, auf ein RH9 gestürzt. Also auch das war natürlich suboptimal für uns und ärgerlich verschenkter Angriff, weil wir auch nicht mehr so viele Angriffe hatten. Und wir wussten ganz genau, dass letztendlich der Gegner mich noch machen wird. Also 3 auf mich, also ein RH11 auf meine Base. Und bis dahin habe ich, glaube ich, 5-6 Angriffe auf meine Base gehabt, immer nur einen Stern. Ich habe auch eine neue CK-Base, die zeige ich euch aber nicht. Irgendwann werde ich sie sicherlich mal zeigen, vermutlich im Livestream oder so, wenn sie dann angegriffen wird. Aber ich wollte sie jetzt erstmal nicht preisgeben, denn die ist, glaube ich, wirklich, wirklich gut. Und mal sehen, ich nehme sie jetzt auch wieder mit in CK, denn die hat echt gut gehalten, keine Frage. Da muss ich mal gucken. Ich glaube, da gibt es auch nicht mehr viel umzubauen. So 2-3 kleinere Sachen baue ich noch um, aber hier schöner Angriff vom Werwolf. Schön mit Mass-Hexen hier und weiß gar nicht, wie viel Golems er hatte. Ein Golem, glaube ich, an der Stelle. Ja, und auch hier, ihr seht es wieder, ja, Tesla da außen. Naja, kann man machen, muss man aber nicht. Und aber wie schon gesagt, hier oben war es dann starkes taktisches Geplänkel. Und haben wir aber, glaube ich, ganz gut gemacht, denn als der Gegner den verschossen hatte und wir hatten noch unsere Angriffe offen, konnten wir uns natürlich super ausrechnen, wen müssen wir noch irgendwie machen. Und von daher, glaube ich, ist uns das diesmal ganz gut gelungen. Also wir hatten selber wieder in der Hand und diesmal hat uns unser Gefühl auch nicht getäuscht. Hier kommt der Alex, nämlich meine Wenigkeit, erst schlecht in die Base rein, also Mauerbrecher sind nicht gut gelaufen, aber ich habe dann, deswegen nehme ich auch gerne immer irgendwie einen Sprung mit, denn wenn meine Mauerbrecher fehlen, dann muss ich noch irgendwie in diese Base kommen. Das ist mir, glaube ich, dann natürlich mit dem Sprung gelungen und schaffe auch noch genau das, was ich mir eigentlich vorgenommen habe, nämlich auch die Queen, 2 Lars und leider kein Feger, aber die Feger standen hier jetzt so, dass ich über 2 Flanken hier mit meinen Hunden in die Base reinkommen konnte und auch ich habe hier einen Heal dabei. Erstmal die Eil geworfen, dass meine Loons jetzt ein bisschen fixer in diese Base kommen. Aber Queen ist noch am Leben und hier unten tankt im Moment noch ein Golem, glaube ich, da an der Front. Ja, jetzt ist endlich der Feger weg. Also die Feger nerven mich, muss ich echt sagen, im Moment am meisten hier in diesem Game. Denn man hat die immer so ein bisschen unterschätzt, also sie sind schon ziemlich nervig. So, jetzt kriegen zwar meine Loons da oben so ein bisschen Knabberei von den Skellies, aber das macht gleich meine Queen, glaube ich, die ist gleich durch die Mauer durch und dann können die paar Loons hier noch ein bisschen mit abreißen. Bisschen doof war natürlich jetzt, dass mir der Lava-Hund da nicht geplatzt ist und so hatte ich zwar ein bisschen wenig Clean-Up, aber es hat am Ende dann gerade noch so gereicht, also auch mit der Zeit war es hier dann eher knapp. Und hier diesmal keine Teslas in den Ecken, sondern die waren denn doch mal in der Base. Aber bei etlichen Leuten war das hier leider so, dass die irgendwo in den Ecken hockten. Na, und das hat uns auch schon ganz schön gewurmt. So, dann waren das hier 3 Sterne nochmal auf RH9. Und dann sind wir eigentlich schon hier in dem oberen Bereich. Also wie gesagt, hier oben brannte jetzt nicht mehr viel an. Der Arthur hat dann hier angefangen, also RH11 auf RH10, unsere Taktik dann umzusetzen. Er wusste jetzt nicht genau, also er ist ganz klar auf 3 Sterne gegangen, auch wenn er hier am Rathaus anfängt. Aber hier gerade das Rathaus hat natürlich viele, viele Hitpoints und zu Anfang sah es auch gar nicht so gut aus. Also der Angriff hier, naja, der war gefühlt erstmal nicht so schön, aber hier nur ein Lava-Hund in der Clanburg. Das ist an der Stelle jetzt erstmal nicht so schlimm, für einen Elfer sowieso nicht. Aber ein Zehner nervt das schon ganz schön und kommt hier jetzt aber trotzdem noch ganz gut in diese Base rein hier. Fries nochmal auf den Inferno hier und dann fressen sich hier die Bowler hier unten auch mit King durch die Base durch hier. Jetzt erst die Queen gezündet. Warden ist auch immer noch dabei.
Und hier konnte man schon sagen, jawohl, super gemacht. 3 Sterne hier. Und so fing das denn an, komfortabel für uns zu werden. Denn an der Stelle stand es dann, jetzt muss ich gerade überlegen, 55 zu 52 für den Gegner. Wir brauchten also lediglich noch 3 Sterne. Und wie wir die gemacht haben, ja, das zeige ich euch jetzt. Ich muss jetzt eben mal einmal hier in die Events schauen. So, da habe ich, habe also diesen 9er hier gemacht. Ich hatte den schon mit Avatar angegriffen, aber nicht ganz geschafft. Der hatte also auch einen Hund in der Clanburg und das habe ich mir natürlich jetzt zunutze gemacht, indem ich mal ganz komfortabel die Eil hier vorweg geschmissen habe, denn die liegen hier immerhin 25 Sekunden und komme hier also ausschließlich mit Loons in diese Base hier rein, weil wie gesagt ein Lavahund in der Clanburg ist und der kommt natürlich jetzt an der Stelle nicht raus und die Queen hampelt hier hinten irgendwo in der Ecke rum. Das war beim AFA, hat mich das leider den Sieg gekostet, weil ich die nicht weggekriegt habe. Aber hier wusste ich, ja, ich habe ein paar Loons mehr. Meine Hunde sind viel, viel stärker. Und ja, am Ende, ne, da friesen wir einfach mal die Queen hier. Ja, und dann geht das ganz gemütlich hier weiter. Im Backhand hatte ich dann auch noch reichlich Loons. Und da die Queen jetzt vor allen Dingen gegiftet wurde und jetzt nur auf den Lavahund schießt, ja, das war's dann auch. Also kleiner Overkill hier, aber so kann man es machen. Wer mal so auf RH9 Bases trifft und guckt euch genau an, was in der Clanburg ist, gerade hier war nur ein Lavahund drin, dann kannst du natürlich so eine Base echt super mit Luftruppen machen und dann hat es hier schon mal 55 zu 53 gestanden. Der Gara hat dann noch einen draufgesetzt, ne? Richtig komfortabel hier. RH11 auf RH9, ja, also das war wirklich krass eigentlich, dass wir dann noch 9er auf hatten hier, wo wir jetzt wirklich die Sterne echt einfach verdienen konnten, kann man nicht anders sagen. Und, zweifache Geschwindigkeit. Und auch hier irgendwo, ja gut, die Tesla so ein bisschen außerhalb, war aber nicht so schlimm. Und ich denke mal, mit dem Queen Walk hier erstmal vorweg, dann mit 2 Walküren oben so ein bisschen weiter gefunnelt. Und letztendlich dann irgendwann, ja, weil irgendwo muss hier die Queen auch wegkriegen. Erst nachdem die Geschichte war, ist er hier jetzt mit seinen ganzen Hawks reingekommen. Fallen waren auch außen. Also schon eine kleine Kriegstrollbase hier. Aber nichtsdestotrotz keine Chance hier für den Gegner gegen diese Masse an Hawks. Und vor allen Dingen jetzt noch 7er aus der Clanburg. Also richtig, richtig krass. Aber so kann man es machen, wenn man es so komfortabel hat, wie in diesem CK. Das haben wir ja nicht in jedem. Das werdet ihr dann gleich sehen, warum wir das nicht in jedem CK haben. Okay, ja, und unser letzter, da hat es ja schon dann 55-55 gestanden und wir haben schon prozentual vorne gelegen. Und einen Angriff hatte dann der Swash noch, auch ein RH10 auf ein RH9. Und das, was man hier tatsächlich sehr, sehr gut machen kann, auch nur so als Tipp, nehmt die Miner. Ja, gerade RH10 auf RH9 sind die wirklich, wirklich krass. Voraussetzung ist aber, dass die Queen natürlich weg ist. Denn die macht dann doch ein bisschen mehr Schaden an den Minern und dass die Clanburg natürlich weg ist. Ich glaube, hier kamen auch Lufttruppen aus der Clanburg. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Schauen wir mal. Ja. Wann kommt die Clanburg da endlich raus? Mann. So, jetzt schlägt er noch ein Funnel. Da sind sie. Okay. Das war eine Valkyrie, war da mit drin. Und ein Babydrache, also auch nicht ganz so schlimm. Jetzt hat er zwar oben schön gefunnelt. Ich weiß gar nicht, warum er das oben gemacht hat und kommt dann doch unten jetzt mit den ganzen Tunnelgräbern rein. Aber die kannst du natürlich super durchheilen hier. Und auch hier, ne, ihr seht hier in der Ecke wieder Tesla da. Ja, ich weiß gar nicht. Das war der einzige. 4 Stück hat er da hinten oder 3 hat er hier hinten als kleine Farm zusammengestellt. Und so ist das natürlich. Ihr seht das hier, mit was für einer Masse hier noch die Miner unterwegs sind. So, jetzt mache ich das mal richtig schön groß. Jetzt werden die auch noch alle geheilt. Der King wird nochmal durchgeheilt. Mal schauen, wer hier als erster
Ah, okay, ist doch die Queen. Und keine Chance für diese Base. 56, 55, richtig gut gemacht hier. Schönes taktisches Geplänkel. Ja, und warum das nicht immer so komfortabel ist, das seht ihr an diesem CK hier. Wir sind hier mit 9 Elfern am Start. Das ist also echt nicht schlecht. Also ich zähle den hier auch noch als Elfer mit, denn er ist ein 10 halber. Und der Gegner hat mal eben, ja, ihr seht das hier, ich bin immer noch am Scrollen, hat hier schon mal 13 Elfer. 14, 15 Elfer. Das war es dann auch. 15 Elfer hat 2 Zehner hier. Und hier unten glaube ich, hier unten ist er natürlich sehr schwach besetzt hier. Aber mal sehen, wie wir das lösen. Das ist natürlich so ein Clan hier. Ich glaube, bis hier oben hin sind das alles Punkt 5er. Mal sehen, wie wir den machen. Wir haben jetzt auch direkt durchgestartet, denn wir wollen die Doppel-EP mitnehmen oder die 5-fach, 6-fach, 8-fach, keine Ahnung, was es gibt. Und deswegen haben wir jetzt nicht am Donnerstag unseren Pausentag eingelegt, sondern haben weitergekämpft, beziehungsweise spielen Clankrieg weiter. Wenn ihr weiter bei mir dranbleiben wollt, dann schaut einfach meine Videos. Morgen kommen ja wieder 2 Folgen, eine Clash of Clans und vielleicht eine Clash Royale Folge, weiß ich noch nicht genau. Bis dahin, euer Toto. Clash.